und herzlich willkommen zum 29. Spieltag meiner Orakliga. Und heute gibt es einen Magitex Extra Booster und drei Bundesliga-Stickertütchen wie eigentlich jeden Spieltag. Und da haben wir folgende Partien. Ja, das Spiel Nürnberg gegen Schalke haben wir. Da wo ja beide Vereine ziemlich gut befreundet sind miteinander. Dann haben wir Hannover gegen Gladbach. Leipzig trifft auf den VfL Wolfsburg. Dann Bremen gegen Freiburg. Stuttgart zu Hause gegen Leverkusen. Dann haben wir Dortmund-Mainz. Hoffenheim gegen Hertha. Düsseldorf gegen die Bayern. Und Frankfurt gegen Augsburg. Das sind die Partien des Spieltags. Und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Halbzeit. Als erstes starten wir hier. Top Skits Reporter. Immer, liegt immer so ein Informationszettel. Im Booster on, es geht gut los für Fortuna Düsseldorf. Amen Barkok mit dem 1-0 führt Düsseldorf gegen den FC Bayern München gleich mal. Dann André Wooten von Sandhausens Zweitligakarte, also hier in diesen Extra-Packs. Das sind so viele Zweitligakarten mit drin. Auch hier Timo Horn vom 1. FC Köln brauchen wir auch nicht. Dann 1-0 für Gladbach. Toni Janschke bringt die Gladbacher in Hannover mit 1-0 in Front. Dann schon wieder zweite Liga, Steffen Schäfer für Magdeburg, brauchen wir auch nicht. Genauso wenig wie Dustin Bomheuer vom MSV Duisburg, die vierte Karte schon aus der zweiten Liga. Ziemlich viel immer dabei. Dann haben wir das 1-0 für den SC Freiburg durch Vincenzo Grifo gegen Werder Bremen. Also aus Härtesicht sind die Spielstände momentan schon ja, ziemlich gut. 1-0 für Bayer Leverkusen. Julian Baumgartlinger trifft zur Auswärtsführung in Stuttgart. Und es ist echt Wahnsinn. Kahn Ayhan. Saison-Superstar-Karte. Erhöht 3-0 für Fortuna Düsseldorf gegen die Bayern. Das ist, ja, einfach nur stark, was Düsseldorf hier macht. Und auch Gladbach erhöht auf 3-0. Matchwinner Michael Lang 3-0 für Gladbach gegen Hannover zur Pause. Nürnberg-Schalke 0-0. 3-0 für Gladbach in Hannover. Leipzig gegen Wolfsburg 0-0. Freiburg 1-0 in Bremen vorne. Genauso auch auswärts vorne. Leverkusen 1-0 in Stuttgart. Dann Dortmund-Mainz 0-0 noch. Auch Hoffenheim gegen Hertha noch 0-0. Die Bayern liegen 3-0 in Düsseldorf hinten. Und dann haben wir Frankfurt gegen Augsburg ebenfalls noch 0-0. Die zweite Halbzeit beginnt gut aus Dortmunder Sicht. Jadon Sancho mit dem 1-0 für Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Dann auch Leipzig führt jetzt. Diego Demme trifft zum 1-0 gegen den VfL Wolfsburg. Dann Tor für Hertha BSC Berlin Maximilian Mittelstädt mit dem 1-0 in Hoffenheim. Dann Freiburg erhöht auf 2-0. Florian Niederlechner mit dem Tor. Und der SFC Nürnberg führt gegen Schalke durch Andrei Petrak jetzt mit 1-0. Ja, der FC Bayern lebt also noch. Doppelschlag für Bayern nach der Halbzeit. Somit Bayern nur noch 2-3 in Düsseldorf zurück. Dann vielleicht schon die Entscheidung 2-0 für Leverkusen Dominik Kohr. Für Stuttgart sieht es immer noch düster aus. Es werden ja auch immer weniger Spiele. Und Hertha BSC Berlin macht einen Schritt Richtung Meisterziel 2-0 Chavayho Dilhosun. Führt Hertha jetzt 2-0 in Hoffenheim. Dann der Ausgleich in Leipzig. Wout Weghorst, der Wolfsburger Stürmer, trifft zum 1-1. Ausgleich, also da ist alles wieder offen. Und dann haben wir noch einen Kieler, nämlich Kingsley Schindler. Und dann geht's auch schon rein in die Schlussphase. Und in der Schlussphase passiert es, Mats Hummels trifft zum 3-3 zwischen Düsseldorf und Bayern. So ging ja das Hinspiel in Real Life aus. Verrücktes Spiel, Düsseldorf war 3-0 vorne, jetzt Bayern 3-3. Vielleicht passiert da noch was. Wir haben nämlich noch 4 Sticker. Und jetzt ist auch im letzten Spiel nicht mehr torlos. Jetro Willems trifft für Eintracht Frankfurt gegen Augsburg. Und wenn ich die Zwischenstände jetzt richtig im Kopf habe, ist Eintracht Frankfurt wieder oben dran. Aber das sehen wir ja gleich. Also 1-0 für Frankfurt gegen Augsburg. Ja, für die Augsburg wird es auch schwierig. Im Kampf mit dem Glas halt Gladbach. Ja, Borussia Mönchengladbach
Heute on fire. 5-0 jetzt vorne in Hannover. Dann der Ausgleich in Dortmund. John Philipp Mateta bringt die Mainzer zurück ins Spiel 1-1. Und jetzt der letzte Sticker ist der Ball. Und der Ball bringt keine Tore ein. Somit bleibt es bei diesen Ergebnissen, die ihr jetzt in der Ergebnisübersicht sehen werdet. Hier haben wir also die Ergebnisse in der OHG-Liga vom 29. Spieltag. Hertha BSC Berlin bleibt Tabellenführer mit dem 2-0-Sieg über Hoffenheim und baut, glaube ich, die Tabellenführung sogar auch noch aus auf 3 Punkte, wenn ich mich jetzt gerade im Kopf nicht verrechnet habe. Dann Dortmund schafft nur ein 1-1 Unentschieden gegen Mainz. Dann Wolfsburg erkämpft sich im Kampf um den Klassenerhalt 1-1 in Leipzig. Stuttgart verliert und somit ja, wird es für Stuttgart immer schwieriger mit 0-2 gegen Leverkusen. Dann Frankfurt gewinnt 1-0 gegen Augsburg, bleibt somit auf jeden Fall dran oben im Kampf um die Meisterschaft. Freiburg gewinnt mit 2-0 in Bremen. Die Gladbacher, ja, starke Leistung, 5-0 Kantersieg über Hannover 96. Ja, Düsseldorf führte 3-0 zur Pause gegen Bayern. Da dachte man schon, ja, Düsseldorf ist der sichere Sieger. Und dann, ja, drehen die Beine in der zweiten Hälfte auf und kommen noch zum 3-3 Ausgleich. Und der 1. FC Nürnberg gewinnt mit 1-0 gegen Schalke zu Hause und unterstreicht seine Titelambitionen, weil Nürnberg dürfte jetzt auf Platz 2 liegen hinter Hertha. Aber ich kann mich natürlich da auch täuschen und ich würde sagen, wir schauen jetzt gemeinsam auf die Tabelle nach 29 Spieltagen. Ich habe jetzt alle Ergebnisse eingegeben und jetzt schauen wir gemeinsam auf die Tabelle. Und Hertha BSC Berlin ist die erste Mannschaft, die 50 Punkte erreicht in der OHG-Liga. Hertha auf 1 mit 50 Punkten, dahinter die beiden Verfolger Nürnberg und Frankfurt mit jeweils 47 Punkten und einer sehr ähnlichen Tordifferenz. Dann kommen dahinter zwei weitere Verfolger, Bayern München auf Platz 4 mit 45 Punkten und Werder Bremen abgerutscht vom Platz 2 auf Platz 5, hat jetzt auch 45 Punkte Werder Bremen. Dann auf dem 6. Platz Borussia Dortmund mit 43 Punkten. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter, Hoffenheim Platz 7, 42 Zähler, ausgeglichene Tordifferenz, auch Freiburg hat eine ausgeglichene Tordifferenz auf Platz 9 mit 40 Punkten, Leverkusen 8. hat auch 40 Punkte. Dann Borussia Mönchengladbach auf dem 10. Platz mit 39 Punkten. 11. ist jetzt RB Leipzig mit 37 Punkten. Dahinter auf Platz 12 Fortuna Düsseldorf mit 36 Punkten. Dann Hannover auf Platz 13, 35 Punkte. Mainz auf der 14 mit ebenfalls 35 Punkten. 15. Schalke mit 35 Punkten. Also Schalke wie in der Realität auch. Kämpft um den Klassenerhalt, aber hier ist es noch knapper. Wolfsburg hat sich hochgearbeitet jetzt auf den Relegationsplatz mit 34 Punkten. Dahinter auf dem 17. Platz ganz knapp der FC Augsburg mit 33 Punkten und schon etwas abgeschlagen auf dem 18. Platz 5 Zähler auf den Relegationsplatz Rückstand der VfB Stuttgart. Ja, so sieht's aus. Ja, man muss auch sagen, jetzt ist die Lücke, die wir am letzten Spieltag hatten, zwischen dem 8. und 7. wieder weg. Die ist jetzt nicht mehr da. Also es ist relativ spannend. Meisterschaft ist noch alles drin. Ganz klar, sollte Nürnberg und Frankfurt mal gewinnen und Hertha mal verlieren, sind alle punktgleich. Dann wird es richtig interessant. Aber auch unten kann noch sehr viel passieren. Schalke könnte theoretisch wirklich noch reinrutschen in den Abstieg. Auf den Abstiegsplatz. Ja, aber der VfB Stuttgart, der braucht jetzt in den nächsten Spieltagen auf jeden Fall Siege. Was anderes bringt der VfB da unten auch nicht mehr heraus. Unentschieden würden nichts mehr bringen. Also wir haben jetzt noch 5 Spieltage. Oder ja, wir haben auch 5 Spieltage, glaube ich. 30., 31., 32., 33., 35., 34 Spieltage haben wir. Also 5 Spieltage noch verbleibend. Falls Stuttgart dann immer an Unentschieden holen sollte, ein Punkt, dann hätten sie am Ende 34 Punkte. Und dann dürfte der VfL Wolfsburg schon mal gar keinen Punkt mehr holen. Was aber, glaube ich, auch nicht passieren wird. Also Stuttgart muss auf jeden Fall gewinnen. Aber auch die anderen Teams, die um die Meisterschaft noch mitkämpfen. Ich sage mal so, die ersten 5 werden die Meisterschaft unter sich auch machen. Denke ich. Vielleicht auch noch Dortmund, wenn die noch eine Siegesserie starten zum Ende. Aber
Ich denke, das wird sich zwischen Hertha, Nürnberg und Frankfurt, glaube ich, entscheiden. Vielleicht könnte auch Bayern und Bremen noch ein Wörtchen mitreden, aber mal schauen. Es bleibt auf jeden Fall spannend in der OHG-Liga, oben wie unten. Und auch im Mittelfeld ist es ziemlich eng. Also seid auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und somit bis zum nächsten Spieltag und ciao.